Liebe Zuschauer, die Quartalszahlen oder Earnings sind ein fester dreimonatlicher Bestandteil bei US-amerikanischen Aktien und spielen natürlich auch eine Rolle im Optionsmarkt. Und heute möchten wir uns mit einem Weg beschäftigen, wie man damit umgehen könnte. Liebe Zuschauer, mein Name ist Olaf Lieser von Optionsuniversum. In einem der letzten Videos habe ich fünf Wege gezeigt, wie man mit den regelmäßig wiederkehrenden Earnings rein optionstechnisch umgehen kann. Man kann sie gezielt handeln, man kann sie auch gezielt vermeiden und man kann sie in seinen normalen Optionshandel, in seine sonstigen Strategien, die nicht direkt auf die Earnings ausgerichtet sind, mit einbeziehen. Man sollte es sogar entsprechend tun, denn wir haben es letztes Mal schon besprochen. Es gibt entsprechende Änderungen der impliziten Volatilitäten. Wir können eine Marktbewegung des Basiswertes erwarten und so weiter. Am Beispiel eines Pullmax Covered Calls möchte ich meine persönliche Präferenz eines Traders zeigen, der die Earnings mit berücksichtigt. Und wir halten die Position auch dezidiert über die Earnings, aber nicht ein gezielter Earnings Trade ist, der die Eigenschaften der Optionsmärkte in und um die Earnings mit berücksichtigt. Und ich zeige dann meine persönlichen Präferenzen. Liebe Zuschauer, schauen wir uns einmal diesen Trade am Beispiel dieser Aktie an. TTD, The Trade Desk, ist eine Aktie, die hat in 1,5 Tagen die Quartalszahlen. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase, wo die Volatilitäten erhöht sind. Vor uns haben wir ein Beispiel eines Pullmax Covered Calls. Der besteht aus einem langlaufenden Call im Geld und einem kurzlaufenden Call aus dem Geld. Der kurzlaufende Call hier unten, Strike 87, Basiswert steht bei gut 84. Dieser kurzlaufende Call ist sehr verwandt mit dem eines klassischen Covered Calls. Ohne dass ich zu sehr auf die Strategie eingehen möchte, möchte ich nur so viel sagen. Dieser verfällt in dem Beispiel in nur 5 Tagen, das heißt nur wenige Tage nach den Quartalszahlen. Wir schauen uns mal an, wie sähe Gewinn und Verlust aus nach den Earnings. Wenn die Earnings sozusagen ein Nicht-Event sind oder wenn der Basiswert schwach steigt, dann stellen wir uns am besten, wir können im günstigsten Fall, der sozusagen der kleine Jackpot, so nenne ich das jetzt mal, $500 Max Profit, wenn die Aktie am Freitagabend Marktschluss genau beim Strikepreis von 87 verfallen würde und wir natürlich auch bis Verfall halten würden, dann wäre das der Hauptgewinn. Aber die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass genau das passiert, ist relativ gering. Ansonsten sähe es so aus, wenn einfach nur die Earnings vernünftig ausgehen und der Wert schwach steigt, dann gewinnen wir ein paar hundert Dollar. Wenn der Wert stark steigt, ich zeichne es jetzt mal ein, schwaches Steigen, gehen wir hierher und bewegen es auch nach oben, das ist günstig. Wenn der Wert stark steigt, dann wird unser Gewinn deutlich gekappt sein. Das heißt, wir können an spektakulären Gewinnen, so sie denn kämen, wie zum Beispiel bei der Snapchat-Aktie, die, glaube ich, um 20% gleich gestiegen ist. Wenn das hier passieren würde, dann müssten wir leider sagen, schön wäre es gewesen, wir gewinnen nur vielleicht $300. Das heißt, nur ein ganz, wir nehmen nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil an den Gewinnen teil. Andererseits, wenn die Aktie sich nach unten bewegt, dann sieht es noch ungünstiger aus, dann verlieren wir natürlich entsprechend. Und diese Position ist nach unten auf jeden Fall verwundbar. Und das bisschen Short Call Prämie, das ist nur ein sehr, sehr kleiner Puffer. Und das liegt sicherlich mit an der kurzen Laufzeit. Jetzt schauen wir uns mal eine Alternative an. Und die lautet: Der gleiche Trade, aber mit einer Option, die längere Laufzeit hat. Zum Vergleich, die alte, die wir gerade betrachtet haben, hat nur 5 Tage Restlaufzeit und die neue hat 6 Wochen Restlaufzeit. Die läuft geht noch bis Mitte September. Dort stellen wir Folgendes fest: Wir haben einen höheren Strike und trotzdem des höheren Strikes, Kurzläufer 87, der länger laufende 90. Ich habe also nach oben mehr Spielraum, wenn die Earnings gut ausfallen. Trotzdem habe ich noch mehr Prämie, nämlich $4,20 eingenommen für die 6-wöchige Option gegenüber nur $2,95 für die 5-tägige Option. Das heißt, ich stehe mich nach oben besser, wie man sieht, schon wegen dem Strike. Man sieht es schon optisch hier an einem viel, viel größeren Zelt. Ich versuche das mal ein bisschen zu umrahmen. Hier das Zelt, das ist der Bereich, in dem wir gewinnen können. Ich könnte es auch sogar ein bisschen nach rechts noch ausweiten für deutliche Kursgewinne, so sie denn kommen. Und bei unserem Kurzläufer ist es erheblich kleiner. Wir schauen auch mal gerne auf diese Achsen hier. Der maximale Gewinn, geringe Eintrittswahrscheinlichkeit für den Kurzläufer sind $500. Der maximale Gewinn für den länger laufenden wären $800. Aber entscheidend ist was ganz anderes noch.
der Bereich hier im Falle von sehr gut ausgehenden Earnings nach, auf der Oberseite stehen wir uns viel, viel, viel besser. Na, das heißt, wir haben eine fast 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass dieser Trade mit etwas länger laufendem Short Call deutlich besser sich verhält durch die Earnings, nämlich genau dann, wenn die Earnings sehr, sehr gut vom Markt aufgenommen werden. Gleichzeitig aufgrund der höheren Prämie von $4.20 gegenüber $2.95, das sind also $125 mehr. Um diese $125 stehe ich mich besser auf der Unterseite, sollten die Earnings sehr, sehr schlecht ausgehen. Ich habe es ein bisschen falsch markiert. Ich meine natürlich hier Gewinn- und Verlustachse mit zu markieren. Ihr seht es ein bisschen, man muss genau hinschauen, $150 ist nicht viel, aber immerhin, ich will sagen, wir stehen uns sowohl auf der Oberseite als auch auf der Unterseite mit der länger laufenden Option stehen wir uns besser. Ja. Mit der kürzer laufenden Option stehen wir uns nur dann kurzfristig besser, wenn die Earnings ein sogenanntes Non-Event sind, das heißt nach der Earnings der Markt sozusagen faktisch gar nichts macht und sich die Aktie nur kaum bewegt oder nur ganz leicht aufwärts bewegt, das wäre sozusagen das beste Szenario. Aber wie gesagt, es gibt mehr Szenarien und mehr Wahrscheinlichkeiten, dass die länger laufende Option was Besseres aus den Earnings macht. Das kann von Trade zu Trade unterschiedlich sein. Ich möchte aber nur Folgendes sagen. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass kürzer laufende Trades für Stillhalter immer das schnelle Geld bringen und dass das alles supi ist und dass es das alles ganz einfach in Anführungsstrichen ist. Das ist oftmals ein Trugschluss. Meine persönliche Präferenz in vielen Fällen Stillhalterpositionen, die eben nicht eine ganz so kurze Laufzeit haben. Es kommt ein weiterer Punkt dazu. Als Optionshändler ist es geschickt, wenn man sich angewöhnt, nicht nur den nächsten Schritt zu bedenken, sondern auch den übernächsten oder gar die nächsten drei Schritte. Was meine ich damit? Wenn es diese Earnings kommen, dann kann ich danach immer diesen Trade rollen. Rollen ist umso leichter, je mehr Zeitwert eine Option noch hat. Nach den Earnings zum Beispiel, wenn diese sehr gut ausfallen, im Falle des kurzlaufenden Calls, wir laufen in diese Richtung hinein, dann ist mein Short Call tief im Geld und hat nur noch sehr, sehr wenig Zeitwert. Eine Option, das gilt für Puts und Calls, die tief im Geld sind und nur noch sehr wenig Zeitwert haben, die kann man relativ schlecht in was Neues, Vernünftiges, Sinnvolles rollen. Das geht vergleichsweise sehr schlecht. Wenn dagegen, im Falle meiner länger laufenden Option, der Short Call ins Geld geht, dann hat er noch Restlaufzeit und hat wahrscheinlich noch einiges an Zeitwert. Und man kann sich wirklich merken, dadurch, dass er viel Zeitwert hat, ist typischerweise das Rollen in einen weiteren Call leichter. Und das ist natürlich die Idee. Das heißt, antizipiere im Prinzip nicht nur den nächsten Schritt, sondern auch den übernächsten oder die nächsten drei Schritte. Das macht dich zum besseren Optionshandel. Das sind so die kleinen Feinheiten, die vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer nützlich sind. Ja, liebe Zuschauer, das war also ein Weg, wie man mit den Earnings konstruktiv umgeht, ohne gezielte Earnings-Trades mit Optionen zu halten. Ich möchte ausdrücklich dazu sagen, es gibt passionierte Earnings-Trader, also Leute, die ganz, ganz gezielt auf diese Quartalszahlen handeln, mit Optionen, speziell auf der Stillhalterseite und entsprechend zum Beispiel auf den Volatilitätskollaps spekulieren und dementsprechend eine schnelle Prämie einnehmen möchten und einen schnellen Gewinn machen möchten. Das kann auch gut klappen, wenn man da ausgefuchst ist. Ich persönlich handle Optionen seit 15 Jahren und meine persönliche Präferenz, nur dies ist gemeint, ist nicht gezielt über die Earnings zu handeln, sondern die Earnings konstruktiv mit einzubeziehen, sozusagen methodisch richtig die Eigenschaften der Optionsmärkte entsprechen, um solch ein Event auszunutzen. Und das wollte ich hier an diesem kleinen Beispiel einmal zeigen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like oder ein Abo oder beides, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Ansonsten sind wir gelegentlich aktiv auf den sozialen Medien Twitter und LinkedIn. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten. Ihr Olaf Lieser.